Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli 1340, Geschichten vom Land. Ja, Stapenbach ist angesagt. Aber ich komme gerade von der Geiselswehr. Ich war ja am Wochenende da gewesen und hatte dann ja einiges zu klären gehabt. Da ich ja ganz gerne möchte, dass ich den Hof hier übernehmen möchte auf der Stapenbach. Und naja, wir haben ja noch die Geiselsberg und ja, da musste mit Mutti gesprochen werden und oh, das war nicht einfach, aber wir haben Erfolge. Ja, mit Mutti geklönt und naja, ganz einverstanden war sie natürlich nicht, aber irgendwann hat sie wohl eingesehen, dass wir natürlich auch älter sind und ein bisschen zurücktreten müssen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir dann zur Stapenbach gehen. Mutti will nächste Woche nochmal vorbeikommen und will sich alles nochmal angucken, aber eigentlich ist das schon ja, in reine Tücher, sag ich mal so. Der Hof auf der Geiselsberg wird natürlich von Frank übernommen, also der hat er sich gefreut wie ein Schneekönig, übernimmt Maschinen, Viehzeug, macht die Sägerei natürlich weiter, die wir ja brauchen, um Gelder zu erzielen, und er ist ja der Vorarbeiter und ja, ist dann ab jetzt meine rechte Hand. Ja, Umzug wird dann irgendwann, ich sag mal, nächste, übernächste Woche sein. Wie gesagt, ich nehme nur meine beiden Eicher mit, definitiv, weil die sind mir doch sehr am Herz gewachsen und die möchte ich ganz gerne hier haben. Das erstmal dazu. Entschieden haben wir uns natürlich für den Schlüterhof. Den anderen Hof im Dorf, der neu gemacht wurde, den werden wir verpachten oder verkaufen. Werden wir halt eben sehen, ob wir eine Ausschreibung noch machen oder mit den Notar mal sprechen, ob er da eine Annonce macht und so. Werden wir sehen. Annonce für Sägewerk ist raus. Hier auf der Stapenbach. Und werden wir dann schauen, ob wir Mitarbeiter kriegen. Und da ist einiges schon passiert. Da sind schon ein paar Maschinen gekommen und so weiter und so fort, weil geht jetzt Schlag auf Schlag. Mein Bruder finanziert halt momentan alles. So, ja, Schlüterhof, wie gesagt, den übernehmen wir mit dem Herrn Schlüter. Habe ich schon gesprochen mit der Frau Schlüter, habe ich schon gesprochen. Es sieht so aus, dass der Herr Schlüter das Viehzeug mitnehmen wird, also die Schweine und die Kühe für den Hof von seiner Tochter da in Littern irgendwo. Und wir haben dann erstmal nichts. Aber ist nicht schlimm. Wenn wir uns neu besorgen, gar keine Sache. Aber erstmal müssen wir Gelder verdienen. Die Maschinen, die alle hier sind, die kaufen wir den Herrn Schlüter ab. Ich hatte mal ausgerechnet, das sind ca. 200.000 Euro an Wert, der hier steht. Die wir natürlich den Herrn Schlüter überweisen, natürlich ganz klar. Und die Silo-Sachen, die hier noch drin sind, die werden wir natürlich auch verkaufen zum Gunsten von Herrn Schlüter. Ist natürlich ganz logisch, weil hier ist ja auch noch einiges drin. Ja. Das werden wir alles verkaufen. Und dann hat der Herr Schlüter was für einen Ruhestand. Wir haben einen schönen Hof. Fangen zwar mit Null an, aber naja, gut. Gelder für meinen Hof auf der Geiselsberg erzielen wir ja auch und von daher sehen wir eigentlich ganz gut aus. Das ist Fakt. So, da war ja am Freitag noch diese Bürgerversammlung und naja, Bürgerversammlung war ganz gut und ganz nett. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Es wurde viel diskutiert. Wir haben sehr viel mit dem Bürgermeister gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir eventuell Ferienwohnungen noch hier hinbringen werden.
Es sind einige Landwirte, die doch gesagt haben, okay, ich gebe da mal ein Stück von meinem Land ab, überhaupt kein Problem. Ja, Anbindungen und so ein Gedöne wie Straßen oder so, da müssen sich dann, muss sich dann die Stadt drum kümmern. Ja, ich bin auch bereit, ein Stück Feld abzugeben. Ich habe ja hier hinterm Hof noch das eine Feld, wo, was ist da drauf? Trikade oder was weiß ich? Irgendwas, warte. Hier, wo die Obstbäume stehen. Ein Stückchen weiter ist dann noch ein Feld. Hier das. Das auch meint? Nö. Luzern ist da drauf. Oh Gottes Willen. Luzern ist da drauf. Oh, erntereif. Kann ich gar nicht abernten. Ja, wie gesagt, das ist groß genug. Da kriegen wir bestimmt schön ein oder zwei Ferienwohnungen hin. Und das werden wir dann auch dieses Jahr noch erledigen. Und wie gesagt, das ist ja ziemlich, ziemlich groß. Ja, dann werde ich da mal anfangen, das auch abzumähen, ne? Das können wir doch von Silage machen oder irgendwie sowas. So, jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir uns auf den Drescher schwingen. Weil ich möchte ganz gerne mein Feld mit dem Weizen hier. Haben wir da Weizen drauf gemacht oder so? Ich weiß gar nicht, was der Junge da drauf gemacht hat letztes Mal. Weizen, glaube ich. Möchte ich ganz gerne abdreschen. Ja, guck mal, Weizen, erntereif. Ist mir. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir da drunter gemäht kriegen. Ja, da müsste normalerweise müsste Feld 122 müsste angesät werden. Dann das Feld hier gegenüber, ich weiß nicht, was das für eine Nummer ist, müsste eigentlich auch angesät werden. Ja, viel Arbeit. Und ich hoffe nur, dass der Junge vom Nachbarauer ne, schon Zeit für mich hat. Nö, Kühe waren doch eigentlich gut, ne? So, dann schauen wir mal, dass wir den Vogel hier rauskriegen. Hatte ja auch schon ein bisschen, naja, Stress gehabt, den hier reinzukriegen mit dem Schneidwerk. Ich hoffe, das geht gut. Schön auf ruhig runter hier raus hier. Ne? Oh, das wird wieder eng. Ja. Ja, das ist Millimeterarbeit, ne? Also. Ja, die Gerätschaften, wie gesagt, die übernehmen wir alle und werde auch vorerst nichts Neues mehr besorgen. Oh, jetzt auf den Zack, ne? Das ist, weil da hinten die Dinge steht. Hm. Weg, wa? So, jetzt gucken wir mal, ob wir ihn auch nicht rauskriegen, ne?
rein ging er einfach, ne? Bin ich einfach so reingefahren, ne? Dann war der Radlader im Weg. Ja, das läuft. Wieder vergessen, ja. Ja, da habe ich noch was Schönes gesehen. Der Marc war so lieb gewesen, hatte mir einen Link geschickt von einer Mod, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Winzerei und Weinberg, und ich bin davon sehr angetan. Der Benny hatte die auch, glaube ich, vorgestellt in einem Video. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich konnte leider momentan am Wochenende keine Videos gucken, weil ich nur teilweise Internet hatte und hatte dann versucht über Handy. Aber das ist Quälerei. Nö. So, wollen wir mal gucken, was funktioniert hier. Ja, ihr Lieben, das war ganz schön Kämpferei mit Mutti, ne? Die wollte ja nicht. Und die ganzen Bekannten und hin und her, ich meine, sind ja nicht so weit auseinander, das sind knappe 300 Kilometer oder so. Ich meine, da kann man mal, ne? Auch mal auf, ne? Schöne Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen mal rüberfahren, ne? Das ist auch nicht das Problem, ne? Sag ich mal einfach, ja. Ja, der Camper ist auch weg. Er hatte sich dann abgemeldet gehabt, aber hatten wir ja schon gesagt, dass er nach Hause fährt. Ja, die Idee, als so Campingplätze hinzusetzen, habe ich dann auch vorgeschlagen, aber da war der Bürgermeister nicht mit einverstanden. Also Campingplätze oder so wäre dann doch wohl ein bisschen zu aufwendig. Instandhaltung von den Plätzen und so weiter und so fort. Und die Einnahmen, Entschuldigung, die man da erzielt oder so, wären einfach für den Aufwand zu gering. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber wenn ich da so ein Feld nehme, was weiß ich, von wie viel Hektar und da was ich, 40 Plätze hinmache oder noch mehr. Okay. War nur ein Vorschlag, das zu überlegen. So, wollen wir mal anfangen. Das ist noch ziemlich früh. Ich hoffe, dass es zu feucht ist. Dann hat mich der Förster angerufen, der Ortsansässige hier, und er hätte wohl ein Waldstück oben. Da müssten ein paar Bäume raus, die wären auch schon markiert, und ob ich mir das nicht angucken könnte und ob ich den Auftrag dann erledigen würde. Lieben gerne, aber wie gesagt, erstmal muss die Sägerei laufen und da gehen noch ein paar Tage im Land. Vorher möchte ich da nichts anfangen, großartig. So. Noch Fahrzeuge? Nein.
Ja, das Feld ist natürlich dann auch noch für den Herrn Schlüter, was wir hier rausholen. Ne? Ist natürlich ganz klar. Und aber alles, was dann jetzt kommt, werde ich dann ja, auf mein Konto schreiben. Saatgut und was jetzt alles kommt, sicher kaufen. Na, bleiben wir hängen. Nein, wir bleiben nicht hängen. Ja, dann fahre ich dann heute mal oben rauf und gucken wir das mal an, was da im Einzelnen in Bäume raus muss. Und wenn wir einen Kostenvoranschlag machen, den lieben Förster, und dann werden wir abholzen, ne? Was ist dann mal so? Und somit hätten wir dann schon den ersten Auftrag für Sägewerk. Ja, fürs Ferienhaus, was ich hier oben hinsetzen möchte, also ich werde es auf jeden Fall machen, da muss eine Anbindung gemacht werden, also eine Straße gemacht werden. Ja, na gut, wie gesagt, Kanalisation und das ganze Zeugs, ne, das muss ja auch gemacht werden. Also nochmal eine Bahn hier, besser ist das, ne, wenn ich einen Helfer nehmen sollte, damit der mir nicht auf der Straße rumgurt. Ja, von hier aus auch nochmal lieben Dank an den Sachsenbauer. Ne? Leute, guckt da mal rein, er macht wirklich super geile Videos. Weil er schrieb mir wohl, er möchte sich wohl drum kümmern, dass ich dann jemand einen Pächter für den Hof im Dorf bekomme. Fand ich unheimlich nett, danke. Auch danke für die lieben Kommentare, die ich immer bekomme. Fahr ich mal lieber noch eine. So, dann können wir gleich schon einen Hänger holen zum Abtanken, da sind wir gleich voll. Ich würde ja auch lieber einen größeren haben wollen, Drescher, aber na gut, finanziell ist das momentan nicht möglich. Erstmal gucken, ne, dass die ganzen Gelder kommen und dann können wir da weitersehen. So, jetzt laufe ich mal eben schnell zum Hof und hole mir da mal, ne,
Fahrzeug, damit wir abtanken können. Nehme ich zwei Hänger oder nehme ich nur einen? Die Frage ist, das fahre ich das im Silo oder fahre ich das oben zur globalen Hoch? Ich weiß noch nicht. Ja, mal gucken. Und da kann ich dann direkt zwei nehmen eigentlich, ne? Oh, wieder Drehschimmel fahren. Oh je, oh je. Das gibt ja wieder was. Nee, nee. Ja, wie gesagt, dass ich die alten Fahrzeuge alle übernehmen werde oder so, hatte ich ja schon gesagt. Und ich werde mich also von zwei Fahrzeugen definitiv trennen. Ich schätze mal, das von dem International hier. Und der Steyr geht weg. Der Steyr geht auf jeden Fall weg. Da ja die zwei Eicher kommen, möchte ich dann doch die zwei Eicher nutzen. So, wo ist er denn? Ich verdiene jetzt mal eine Seite hier. Komme ich an den Hänger dran? Irgendwie habe ich den immer im Weg stehen, ne? So. Nehmen wir den Deutsch oder was nehmen wir? Nee, den Deutsch nehmen wir nicht. Nehmen wir Fendt. Ja, dann werde ich aber trotzdem, ich werde hier noch einen Lagerschuppen bauen lassen. Oder vielleicht selber bauen, ich weiß es nicht. Mal gucken, aus der Säge die Balken nehmen und dann ja, vielleicht selber bauen. Müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, da muss ich mal schauen, wo ich den dann hinsetze. Weil, wie gesagt, es kommen ja noch ein paar andere Fahrzeuge, die zwei jetzt noch von mir und ein paar Sachen möchte ich eigentlich hier austauschen. Ich habe gesehen, ich habe keine Ballenpresse. Aber da muss man mal gucken, was es gibt. Und ich will keinen modernen Kram. Und den jetzt da rauswursten, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich fahre mit Einhänger, müsste reichen. Ja, dann müssen wir die Nachbarskinder, da muss ich auch noch mal hin, ne, und zumindest ein Danke sagen, ne, weil die hatten sich ja das Wochenende um den Hof gekümmert hier. Und die kriegen ja auch immer einen Obolus von mir. Und die freuen sich auch immer. Und sind verdammt fleißig. Wirklich. Das ist der, der ein bisschen zu hoch ist, ne? Shit, Chrom. Ein Stück zurück, ein Stück rüber. So geht das. Ja, der Hof im Dorf, der ist sehr schön geworden, der gefällt mir also sehr gut.
Und ich hatte Mutti auch Bilder gezeigt davon oder so, aber Mutti sagt, nee, der ist mir zu modern. Okay, ist dann so. Und wie gesagt, sie möchte ja nochmal vorbeikommen, ne, möchte dann nochmal sich das angucken und... Aber in grüne Tücher ist alles, also von daher. Ups, zu viel hochgefahren, oder? Wie war das? Na guck mal, hört stehen lassen, geht ja gar nicht, ne? Nicht beim Nachbarn Feld fahren, das gibt Ärger. Ich werde hier noch eine Bahn fahren. Ist dann zu eng so zum Drehen, ne? Ja, auf Sägewerk freue ich mich auch schon. Also wie gesagt, da ist alles so weit fertig. Es sind auch schon Maschinen gekommen. Für unsere Waldarbeiten. Und wie gesagt, Fahrzeuge sind gekommen. Und, aber da werden wir heute nicht hinschaffen. Gar keinen Fall. Dann fahre ich immer hier auch einer hoch, wa? Ja, einiges an Reparaturarbeiten waren in der Säge auch nötig. Sägeblätter mussten raus und mussten erneuert werden. Und die alten sind weg zum Schärfen und halt so Gedöne und alles so Sachen. Na gut, die hat jetzt 3 Jahre gestanden und die Pächter, die die vorher hatten oder so, die haben sich dann nicht so drum gekümmert. Um Wartungsarbeiten und so weiter und so fort. Naja. Wir starten da komplett mit neu. Kommt gut was runter, ne? Schon gut, dass wir das gedüngt haben, wie das Feld. Ja, Kühe, Schweine kommen auf jeden Fall wieder auf den Hof hier. Und ich möchte da eventuell noch eine Außenweide haben. Wir müssen gucken, wie wir das mit dem Einzelnen geregelt kriegen. Denn ich habe da noch 2 oder 3 große Wiesenflächen hierbei und ja, da könnte man eine Weide hinpacken. Weil ich habe mir ja lieber, wenn die Kühe draußen rumlaufen, ein bisschen mehr Auslauf haben. Aber da schauen wir mal, wenn es soweit ist, ne? Beim Nachbarn Feld, ne? Ja, diese Bürgerversammlung, wie gesagt, die war also sehr erfolgreich und ne,
einiges besprochen. Auch schön ein paar Bier gehabt, muss man auch dabei sagen. Irgendwann um 3 bin ich nach Hause oder so. Naja, ist dann so. Komme ich einmal runter, ne? Ist ja schon wieder voll. Geht. Ja, dass wenn man alleine ist, ne, auch ein bisschen Ackerei, ne? Aber dann, ich könnte doch eigentlich, oh, ist auch blöd beim Drehen, wenn ich den jetzt im Follow Me mitschlepp, den Kollegen. Steht dann immer im Weg beim Wenden, ne? Naja. Müssen wir eben laufen. Dass ich dann, ne, in der Mitte vom Schwad fahre. Ne? Ich bin da gar nicht am Pressen. Bin wieder einer. So, hier muss ich ein bisschen außerhalb fahren. Ne? Ja. Weil ich wieder am Rohr hängen. Zu weit weg, ne? Ne. Ja, ein bisschen bewölkt, ne? Ich hoffe nicht, dass wir Regen kriegen. Ihr möchtet ja ganz gerne drin haben, das Zeug. Ist ja nicht allzu großer Feld, von daher geht's dann schon. Na, Rohr, fahr doch ein. Jetzt. Schade, dass man den Spiegel nicht sieht, ne? Ja, lieber Spiegel. So, weiter geht's.
Ja, ich möchte gerne gucken, dass ich auf der rechten Seite das Feld anfange, Mais anzupflanzen. Weil es wurde auch darüber gesprochen, dass wir dann doch wieder anfangen sollten, die BGA zu befüllen. Und ja, können wir ja Mais draufpacken. Fahren. Für Silage brauche ich jetzt nicht, weil ich habe so viele Wiesenflächen. Also von daher. Ui. Hier den Silo, den würde ich ganz gerne abreißen und woanders hinsetzen. Weil ich würde ganz gerne die Ausfahrt von unserem Getreidesilo gerne frei haben. Damit man durchfahren kann, weil das kann man jetzt ja nicht. Da muss ich mal schauen, wie wir das machen. Ob wir den eventuell, ja, 10 Meter vorsetzen. Den nicht komplett abreißen, sondern nur das hintere Stück abbrechen und vorne ansetzen. Aber da muss ich mal gucken. Das hat sich mir mal zu einfallen. Noch ein paar Bahnen ist das Ding auch durch. Und dann können wir noch mal oben rauffahren, wo der Förster die Bäume markiert hat, und uns das mal angucken. Also nach der letzten Wartung hier auf dem Feld, was der Unter gemacht hat, muss ich ehrlich sagen, läuft er wie eine Eins. Schneidwerk könnte 2 Meter größer sein. Das wäre nicht verkehrt. Aber naja gut, man kann nicht alles haben. Also der Geruch von frisch gedroschenem Stroh am frühen Morgen ist doch herzallerliebst, ne? Mach mal ehrlich, Leute, riecht doch richtig gut, ne? Ah, lecker.
Ja, wenn wir dann dreschen und wenn wir verkaufen. Wie gesagt, es kommt ja noch alles zum Gunsten vom Herrn Schlüter. Den Arbeitslohn rausziehen, das ist natürlich ganz klar. Stehe ich wieder, naja, zu nah drin. Na, Hänger voll. Komm. Das geht noch. Ja, mal gucken, wie viel da reinpasst. Dann fahre ich dann lieber eben gleich zum Silo. Fahre ich dann zu unserem Silo und fertig. Brauche ich nicht ins Dorf. Schönen großen Drescher mit GPS, das ist schon, ja, wäre schon eine feine Sache, ne? Ja, Lohnunternehmen im Dorf, die haben auch schon angefangen mit der Waschstraße, Waschhalle, die wir auch nutzen dürfen, finde ich einen unheimlich feinen Zug, macht auch nicht jeder, kostet in erster Linie auch einen Haufen Geld zum Ding, abgesehen davon, Wasserverbrauch, Entsorgung vom Wasser, kann man nicht so einfach in eine Kanalisation schütten, ne? Aber ich schätze mal, die werden so ein Filtersystem drin haben, so wie ganz normale Waschstraßen oder Tankstellen. Wie auch immer, finde ich einen unheimlich feinen Zug. Macht nicht jeder. Schönen Haken reingeschnitten hier in das Feld, wa?
würde ich mal sagen, da ist mein inneres GPS ein bisschen durcheinander heute, ne? Stehen die Satelliten falsch? Mal gucken, 80% hat er jetzt. Mal gucken, wie voll der Hänger ist. Fangen wir eben zum Hänger und laden ab. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Oh, bin ich zu nah dran, ne? Kriegen wir alles rein? Ja, schön, ne? Nein, natürlich nicht. Okay, bringen wir den weg. So ist ja eigentlich kein Weg. War doch irgendwelche Obst. Ach ne, die Obstbäume sind ja da hinten, ne? Dann fahre ich hier durch die Hecke eben. So, weit zum Abladen. Bitte. Festgemacht jetzt, wa? Noch mal anders. So geht das nicht.
Ja, Drehschemel fahren ist nicht so einfach. Ja, 1 Stunde Feldarbeit. Aber muss auch sein, ne? Gehört dazu, ist einfach so. Ja, ist ja auch da mit dem, ne, mit dem See da, ne, und der Insel da drin ist auch schön. Möchte ich am liebsten, ne, jetzt mal eben schnell eine Runde schwimmen. Könnte ich gut gebrauchen, um fit zu werden. Da bin ich auch schon seit, naja, nur morgen um 4 Uhr aufgestanden. 4:30 los von der Geidelsberg hier rüber. Mir fällt da gerade was ein. Ich habe da noch einen alten Drescher noch auf der Geiselsberg. Ich meine, das ist ein Fahrer. Ich weiß es nicht genau. Der wird kaum genutzt. Mal gucken, vielleicht nehme ich den auch noch mit. Frank anrufen und soll den mal eben durchschicken. Ist auch zwar schon etwas älter, aber nein, der hätte ein breiteres Schneidwerk. Ich weiß es nicht genau. Aber der Frank, mal gucken. Kurven reingeschnitten hier. Ist ja eine Schande. Man hat auf der Feldkurve mir betrunken von. So, jetzt haben wir noch 2 Bahnen, dann ist das auch durch. Boah, ist schon wieder voll. Achte da nie drauf, Mensch.
Ja, wie gesagt, also Kühe und Schweine nimmt der Herr Schlüter mit. Oder das ist für seine Tochter. Gehe ich mal von aus. Und weil die ja einen Riesenbetrieb da irgendwo in Litauen haben. Ist auch nicht so schlimm. Ja, die werden dann auch nächste Woche, wenn die dann abgeholt. Dann kann ich an den Stellen noch ein paar Arbeiten machen. Ich habe da wohl gesehen, da sind ein paar kleinere Stellen, die da am Dach undicht sind. Die müssen auch erledigt werden. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, zu weit weg, ne? Kann das sein? Kann das denn sein? Nö. War nicht gut, ne? Ja, wie gesagt, dann mal eben zum Viehhändler nächste Woche mal gucken, was er für Angebote hat. Und nehmen wir Holsteiner oder so. Ich weiß noch nicht. So zwei, drei Schweine. Nein, natürlich mehr. Einiges zu tun, ne? Lass wir liegen. Habe ich so eierig geschnitten hier, dass ich da bestimmt noch einmal rauf und runter fahren muss. Ja, Obstbäume, da habe ich mir auch so noch überlegt, mir auch noch ein paar da hinzusetzen. Aber das sehen wir ja dann, wenn das Ferienhaus da hingekommen ist, wie groß die ganze Geschichte wird. Und dann können wir ja den Rest noch mit Obstbäumen bepflanzen, weil die bringen ja auch mal richtig Geld. Also das sind mal ganz angenehm. Und bitte nicht gucken, wie ich das geschnitten habe hier. Oder gedroschen habe. Alter Schwede. Als wenn ich gestern getrunken hätte, aber ich trinke ja keinen Alkohol. Nur alkoholfreies Zeug, ne? Wer glaubt, ne? Ja, wenn das Feld abgeräumt ist, dann sieht man ja nicht mehr. Von daher. Ja, ihr Lieben, mit diesen schönen, arbeitsreichen Bildern möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Dank für die Kommentare, schönen Dank für die Daumen hoch, schönen Dank für die Daumen runter. Muss ja auch sein, gehört ja dazu. Ne? Ich würde sagen, bis die Tage. Ich bin da raus, euer Olli 1340. Ciao, ciao.